Da haben wir ihn. Michael Thiel. Ja, Michael Thiel, Diplompsychologe. Genau, Michael Thiel, Diplompsychologe. Der jetzt gerne wieder Terra Thiel aufleben lassen will, zusammen mit Annika. Ja, ich habe hier die tragende Rolle. Ich trage die Kamera. Die beste Frau im Off. Und das geht in Terra Thiel, wer es vielleicht noch nicht kennt, weil es gab jetzt schon mal bei den Rocket Beans. Es ist eine interaktive Beratungssendung. Beratung heißt, ihr schickt mir gerne Themenvorschläge oder Sorgen oder Probleme oder Situationen, mit denen ihr nicht klarkommt, per Mail. Oder die ihr gut fandet. Oder die ihr auch gut findet. Ja, warum immer nur über Probleme? Auch die, einfach was ihr zu berichten habt. Und ich werde das dann in der Terra Thiel-Sendung kommentieren. Ich werde versuchen, interaktiv mit euch in Kontakt zu kommen. Es ist so, am Anfang wird es eben per Mail sein. Das heißt, ich bekomme Mails, ich werde es dann vorlesen und meinen Senf dazu geben. Nachher werden wir es sicherlich auch noch aufstocken. Dann haben wir vielleicht sogar Live-Telefonate oder Skype-Telefonate. Wir werden mal gucken. So. Weil du bist Psychologe und kein Handwerker. So, Techniker. Seelenklempner, ja. Ja, Seelenklempner, ja, aber das mit der Technik. Ich glaube, eine Sache auch damals von dem Rocket Beans, der werden wir einfach treu bleiben. Wir werden vielleicht die eine oder andere Problematik mit dem Ton haben. So, das gehört dazu, ist Tradition. Mir wichtig, es ersetzt hier keine Therapie. Nein, das nicht. Ich kann euch Hinweise geben, ich kann euch vielleicht ein paar Tipps geben, aber erwartet nicht hier irgendeinen Therapieersatz. Das wäre unseriös und das will ich nicht. Aber was kannst du tun? Ich kann aus nach 30 Jahren Psychologentätigkeit euch vielleicht einen Weg geben, einen Hinweis geben, wie ihr aus bestimmten Situationen gut rauskommt. Es wird aber auch mal etwas Theorie geben zur Depression, zur Angst. Vielleicht suche ich auch mal Kollegen auf, um mit denen mal ein Interview zu führen. Wir sind da vollkommen frei, vollkommen spontan, Annika und ich. Und es geht einfach darum, Informationen weiterzugeben, aber auch echt Spaß zu haben. Aber Hilfe auch zu geben. Und Hilfe zu geben. Und gut. Hilfe, ich habe ja schon mal eine E-Mail bekommen, bekomme immer viele E-Mails, aber eine, da habe ich auch mal gefragt, ob ich die so vorbereiten und vorlesen darf. Und die Dame, die mir das geschrieben hat, gesagt, ja, darfst du gerne machen, aber ich heiße jetzt Inga. Ne? Also so anonymisiert, Datenschutz, ganz wichtig. Und Inga hat geschrieben, Herr Thiel, mein Name ist Inga, bin 32 Jahre alt und bin berufstätig als Finanz- und Börsenberater und bin jetzt in der psychosomatischen Klinik gelandet. Diagnose Burnout, Ängste und Depression. Und meine Therapeutin, die ich da in der Klinik hatte, hat zu mir gesagt, ich muss meine Lebensqualität verändern. Aber was heißt das jetzt, Herr Thiel, Lebensqualität verändern? Heißt das, ich muss einen neuen Job haben? Heißt das, ich muss mich von meiner Beziehung trennen? Das konnte mir die Psychologin in der Klinik auch nicht so richtig sagen. Deswegen meine Frage, was ist Lebensqualität und wie kann ich Lebensqualität erhöhen? So, das ist doch ein Thema, ne? Das ist ein Thema für Terra Thiel. Und Annika und ich haben uns sozusagen auf den Weg gemacht zu, ja, in einen Ort voller Lebensqualität, nämlich in ein Café, in einem Obsthof. Und da schalten wir jetzt mal einfach rüber. Bis bald. Mein Hase. So. Da sind wir. Da sind wir. Das erste Mal Terra Thiel unterwegs. Jo. Und das erste Mal hier wirklich in der Öffentlichkeit beim Kaffee trinken und beim, du kannst es sehen, beim gedeckten Pflaumenkuchen. Richtig frisch und richtig geil. Und jetzt bin ich nämlich ganz fies. Ja, mach mal. Und also so sieht jetzt ein absolut zufriedener Psychologe aus. Sieht man mir das so an? Ja, was uns natürlich auch gleich zum wunderschönen Thema bringt heute, ja. Und zwar Lebensfreude.
Lebensfreude, Lebensqualität. Lebensqualität psychologisch ein ständiges Thema, weil wir Psychologen fragen uns natürlich so, wirkt zum Beispiel unsere Therapie bei Menschen, dass deren Lebensqualität besser ist. Aber was ist überhaupt Lebensqualität? Ne? Und da gibt es natürlich Definitionen, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, also Lebensqualität ist ganz wichtig, die Abwesenheit von Schmerz, auch das Gefühl, ich kann also meine Kompetenzen gut in mein Leben einbringen, ich habe Kontrolle über mein Leben und so weiter und so fort, ich bin relativ zufrieden. Und dann gibt es sogar einen sogenannten Lebensqualitätsfragebogen. Jo, machen wir immer gerne wir Psychologen, wenn wir so Forschung machen und sagen, unsere Therapie wirkt. Das sehen wir an dem Lebensqualitätsfragebogen, weil der war vorher bei den Klienten ganz unten und jetzt nach der Therapie ist er ganz oben. Also ein wichtiges Ding. Und also das heißt, man füllt diesen Test praktisch aus, wenn der Patient kommt. Und füllt ihn dann aus, wenn er wieder geht, also genau. Wenn praktisch die Therapie vorbei ist. Exakt. Sodass man dann, also dass man einen praktisch in der Hand hat oder sagen kann, das hat jetzt was gebracht. Genau, und da gibt es, den füllen nicht nur wir selbst, sondern der Patient selbst. Da gibt es einen, den habe ich mal hier rausgesucht. Ja, erzähl mal. Das ist der sogenannte Fragebogen zum allgemeinen Gesundheitszustand, das ist der SF. 36, kannst du das überhaupt so sehen? Ja, das kann ich sehen so. Das ist alles Premiere hier, wir hier unterwegs. Ja. Und nur mal so als Beispiel, ganz simpel. Erste Frage, wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? Ausgezeichnet bis ganz schlecht. Aber auch sowas wie im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie Ihren jetzigen Gesundheitszustand beschreiben? Auch so und so. Und auch so Sachen, anstrengende Tätigkeiten, zum Beispiel schnell laufen, ist stark eingeschränkt oder nicht so eingeschränkt und so weiter und so fort. Ja, das hat ja eher was Medizinisches dann. Aber dann geht es auch in Richtung auch Psychologie, im Sinne von, wie schätzen Sie selbst jetzt Ihre Lebensqualität an? Haben Sie das Gefühl, Sie haben Freude im Leben oder auch in Richtung Depression haben sie das Gefühl, sie grübeln ständig, sie kommen morgens nicht aus dem Bett, weil ihnen der Tag so bevorsteht und so weiter und so fort. So. Aber Lebensqualität, und das finde ich so spannend, man vergleicht ja schon, wenn du mich fragst, wie geht's mir jetzt gerade, so mit meinem Pflaumenkuchen, dann würde ich sagen, jo, also im Vergleich zu vorgestern, als ich noch ganz toll arbeiten musste, geht es mir jetzt im Vergleich richtig gut. Meine Lebensqualität ist momentan extrem hoch. So. Zeig uns doch mal, das sieht nach Lebensqualität aus. So, das bringt uns natürlich zu dem Punkt, wir reden jetzt immer die ganze Zeit über Lebensqualität. Was ist das denn nun ganz genau? Als was wirst du das ganz genau bezeichnen? Also es ist ja schon ein wichtiger Faktor, den man so in der Therapie oder ne, im Moment nicht nur in der Therapie, aber auch im täglichen Leben hat. Ne? So. Also ich sag's jetzt mal, weil es gibt tausend Definitionen von Lebensqualität. Könnt ihr alle googeln, werdet ihr wahnsinnig. Für mich jetzt so in meinem nach 30 Jahren Psychologentätigkeit würde ich sagen, Lebensqualität bedeutet immer, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben einigermaßen gut unter Kontrolle. Das ist Nummer eins. Also das heißt so, Locus of Control nennt man das. Also ich habe das Gefühl, hat nichts mit dem Klo zu tun. Nein. Entschuldigung. Also ich bin sozusagen Herr meines Lebens. Mein Leben ist einigermaßen sicher und vorhersehbar. Ich habe das Gefühl, auch in der Zukunft wird das einigermaßen gut sein. Zur Lebensqualität gehört auch, ich bin gut vernetzt, ich habe Freunde, ich habe eine nette Frau, die gerade so filmt. Ich habe also Menschen um mich herum, denen ich vertrauen kann, die mir auch helfen, wenn es mir schlecht geht. Und vielleicht noch als letztes, ich empfinde mein Leben auch als relativ sinnvoll. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, es lebt nicht nur einfach so vor mich hin und dann ist irgendwann vorbei, sondern es ist es auch wert, dass ich lebe. Jo, und letztendlich, ich kann auch genießen. Das heißt, Lebens ist nicht nur Qual und Diät und du musst ja aufpassen, sondern Lebensqualität ist auch diesen unglaublich, habe ich schon gezeigt, diesen unglaublich geilen Pflaumenkuchen zu futtern. Jo. Und ein Ausflug. Also wir sind ja hier heute unterwegs. Wir sind hier an der Stei in Schleswig. Da gibt es einen Obsthof. Erstmal Reklame, ist hier gerade Obsthof Stuppe heißt er. Heute habe ich das schon erwähnt. Den sensationellen gedeckten Pflaumen.
gucken. Das sind frische Pflaumen. Mhm. Und echt frisch gemacht. Und dann gedeckt, guck mal hier. Mhm. Und das ist Lebensqualität. Das zu genießen. Also auch die Kleinigkeiten, also auch mal. Aber wie schaffe ich das denn nun? Also die meisten in unserer Zeit, es ist ja recht schnelllebig, alles muss hopp hopp sein. Das bedeutet ja, dass ich mir Zeit nehme. Heißt das also, dass wenn ich meine Lebensqualität etwas steigern möchte, dass ich mir mehr Zeit für mich einräume? Sogenannte Qualitätszeit, also wirklich Zeit für mich. Zeit mit meinen Liebsten, mit Leuten, die mir gut bekommen. Dass ich das genauso wichtig nehme wie die Zeit, wo ich dann vielleicht auch stressvoll arbeiten muss oder unangenehme Sachen muss. Auch da wieder der Wechsel zwischen Zeit zum Erholen, Erholungsoase und das auch wirklich genießen, ohne schlechtes Gewissen. Den Kopf mal so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen und dann mal natürlich wieder durchstarten und dann kommt wieder der Alltag. Ich glaube, dieser Wechsel, den mag unser Gehirn gern und diesen Wechsel mag auch unser Körper gern. Nochmal, Wechsel zwischen Anspannung, loslegen und dann wieder Entspannung, Pflaumenkuchen, Obst essen, Kaffee trinken. Das ist ja eigentlich wie bei Bewegung. Also man macht ja auch isometrische Übungen, wenn man, das kennst du ja auch, dass man entspannt, Muskeln anspannt und dann wieder entspannt. Ne? Und also so ähnlich. Ich unterbreche dich, aber mir fällt das nachher nicht mehr ein. So wie jetzt. Ich wollte jetzt gerade was sagen und zack ist es weg, weil es so wichtig war. Nein, sich auch nicht immer mit Zeiten vergleichen oder sich an Zeiten erinnern, als an das vielleicht vermeintlich noch besser geht. Es gibt Menschen, die vergleichen sich immer in ihrem jetzigen Zustand mit einem viel besseren Zustand von vor 10 Jahren oder so. Das macht unglücklich. Die vergleichen sich auch mit Leuten in ihrem Alter, die, was ich, mehr Geld haben, mehr Karriere haben, keine Ahnung. Auch das macht unglücklich. Also Lebensqualität für mich ist auch, mal auf diese ganzen Vergleiche zu verzichten, sondern auch wirklich so im Hier und Jetzt zu sagen, so wie es mir jetzt im Moment geht, geht es mir wirklich gut. Und ich vergleiche nicht, sondern, wie sagt man das in der Theatersprache, du sitzt fest, fett und riesig jetzt in diesem Moment im Obsthof und, habe ich schon erwähnt, mit Pflaumenkuchen. Naja, das hat auch damit zu tun, glaube ich, also du lenkst mich richtig ab, wenn du mit diesem Pflaumenkuchen, du siehst gerade so glücklich aus. Dass man sich, ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses geplant und gezielt sich Oasen suchen. Mhm. Das heißt, du hast ja immer dieses schöne Schlagwort des atmenden Terminkalenders. Das heißt, man sollte eigentlich sein Leben natürlich spontan auch verbringen, indem man auch mal spontan etwas Schönes macht, aber so im Alltag doch die Termine einräumen und damit man im Grunde genommen auch die Sachen abschließt. Also wenn ich jetzt arbeite, dann arbeite ich und dann sollte ich möglichst damit abschließen, nicht alles mit nach Hause nehmen und dann die Zeit einräumen, in der ich zum Beispiel den Haushalt mache. Genau. Und dann habe ich mir wieder irgendwie dazwischen dann noch geplant, dass ich vielleicht die Wäsche noch mache, um dann wieder Zeit zu haben, mit meinen Kindern noch die Schularbeiten zu machen und vielleicht dann mit dem Liebsten auf der Couch noch eine Stunde Fernsehen zu gucken. Aha, und in dieser Zeit das auch wirklich jeweils das, was ich tue, auch genießen. Die meisten Menschen, glauben, machen immer so dieses, das macht jeder von uns, dass er immer eins mit zum nächsten nimmt. Also ich bin jetzt gerade dabei, ich mache jetzt gerade, wir essen hier gerade Kuchen, aber im Grunde denke ich schon drüber nach, was muss ich heute noch, muss ich nicht noch putzen, muss ich dies oder jenes machen. Muss ich nicht noch Teratil aufnehmen? Teratil, furchtbar und sowas. Ne? Mhm. Ja, aber dieses mit dem Abschließen, also genau, ich brauche gar nichts zu sagen, das hast du alles gesagt, aber diesen Punkt abzuschließen, zu sagen, so, das ist jetzt wirklich Arbeit gewesen und auch Handy und so weiter und so fort, die Dinge haben einen wunderbaren Flugzeugmodus oder einen Ausknopf, also auch da wirklich sagen, so, jetzt ist mal Schluss und jetzt beschäftige ich mich wirklich mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Mann. Das ist Lebensqualität. Ist ja ganz ehrlich, unterm Strich, ne? Wenn wir mal irgendwann nicht mehr da sind, was steht denn auf unserem Grabstein? War fleißig, war toll oder war irgendwie, hat Karriere gemacht, hat Geld gemacht? Nee.
es interessiert letztendlich keinen Menschen. Wir leben jetzt. Es ist unsere Lebensqualität, die wir jetzt für uns haben. Und das ist einfach so. Je zufriedener wir mit uns und unserem Leben sind, umso mehr werden auch Glückshormone im Gehirn ausgestoßen. Umso mehr freut sich auch der Körper. Der hat mehr Abwehrkräfte. Umso weniger werden wir krank. Also es gibt tausend Gründe, um zum Beispiel so einen unglaublichen Pflaumenkuchen zu Ende zu essen. Der ist schon fast zu Ende. Und ich verrate es, das ist schon mein zweites Stück. Ein drittes geht, glaube ich, nicht mehr. Nee, oder? Auch nur ja. Du hast ein großes T-Shirt an, ne? Ich bin ja noch im Wachstum. Nein, du hast aber eben gesagt, hier Friedhof und Grabstein. So. Was aber draufsteht, ist in Liebe oder in schönen Gedenken. Das heißt, das Allerwichtigste ist ja, sind ja eigentlich die Menschen um uns herum. Du hast auch vorhin gesagt, der Vergleich mit anderen Menschen ist etwas, was uns oft unglücklich macht. Vielleicht sollte man dann manchmal auch überlegen, sich mit der Realität zu beschäftigen. Nicht jeder, der ein großes Auto fährt, hat dieses Auto auch. Die meisten großen Häuser und Autos gehören der Bank. Nicht jede Familie, die von außen heil aussieht, ist innerhalb der Familie glücklich. Sondern da gibt es unglaubliche Probleme, die wir als Außenstehende nicht sehen. Wir sehen vielleicht nur, da ist jemand mit tollen Klamotten, mit einem großen Auto. Aber ganz ehrlich, mal auf die Mundwinkel achten. Nicht immer sind die nach oben. Ja, genau. Manchmal ist es dann auch wirklich, steckt dahinter dann doch ein bisschen Unglück oder traurig. Das wissen wir als Außenstehende nicht. Darum ist dieser Vergleich so halb gar. Ich habe das vor Weihnachten. Ich habe unglaublich viele Klienten, die alleine sind und die gerade um die Feiertage rum unglaublich leiden. Und die sehen dann immer so die beleuchteten Fenster der Nachbarn und den Weihnachtsbaum und ich weiß was. Und haben immer das Gefühl, oh, denen geht's richtig gut und da lacht alles und so. Und wir alle wissen, und wir Psychologen erst recht, da kracht es so richtig. Also, Lebensqualität und auch glücklich sein, das gehört auch mit dazu, heißt, kleine Momente genießen. Im Hier und Jetzt, es gibt so einen schönen Spruch von wem ist er? Ist es? Weiß ich jetzt nicht. Zitiere ich einfach mal. Was du nicht verändern kannst, ist die Vergangenheit. Was du nicht weißt, ist die Zukunft. Aber das Einzige, was du wirklich jetzt machen kannst und indem du dich auch glücklich fühlen kannst, ist das Hier und Jetzt mit. Und ich sag's zum letzten Mal und damit mache ich auch Schluss. Nee, mach noch nicht, weil nee. Ich will noch eins dazu fügen. Mein Pflaumenkuchen ist alle. Ach, du kannst auch ohne Pflaumenkuchen denken, mein Schatz. Ich nicht. Das eine, was ich noch dazu sagen wollte, war, es ist auch eine Sache teilweise der Entscheidung. Also wir können ja nicht beeinflussen, was in unserer Umgebung schiefläuft. Wir können weder die Verwandtschaft beeinflussen, also ja. Die Eltern, die wir haben, die haben wir. Ja. Aber ich glaube, es hilft immer, sich so ein bisschen zu überlegen, erstens, was wäre, wenn die nicht mehr da sind? Würde mir das eigentlich leid tun? Würde es mir nicht leid tun, wäre ich sogar fast erleichtert, das darf man natürlich nicht laut sagen, dann ist es zu überlegen, ob man nicht ab und zu einen kleinen Abstand einbaut. Dass man einfach mal so guckt, was tut mir eigentlich gut? Nicht jeder Freund, den man hat, ist auch gleichzeitig jemand, der mir stundenlang gut tut. Ja. Genau. Eine Freundin, die mich immer nachts anruft, weil sie immer den gleichen Kerl an der Backe hat, der sie immer wieder haut, das macht mich nur unglücklich. Das muss irgendwann ein Schluss sein. Oder der Ehemann, mit dem ich immer wieder Krach habe, der muss ich was tun. Einfach mal eine wunderbare Therapie bei Herrn Thiel aufsuchen. Ne? Sag ich aber mal. Du hast recht. Also ne? Ernsthaft. Und da kommen wir jetzt wieder in Richtung Kontrolle. Ich habe schon ein Stück weit unter Kontrolle, mit welchen Leuten ich mich zum Beispiel in meiner Freizeit umgebe. Mhm. Was hat mir letztens jemand gepostet, eine Freundin? Freunde sind die Entschuldigung des lieben Gottes für die Verwandten. Ne? Punkt. Also Verwandte kann man sich auch nicht aussuchen. Da gibt es auch keine genetische Bindung oder genetische Liebe. Also nicht automatisch. Ne? Quatsch. Freunde kann man sich aussuchen. Und da bitte ich jeden, wer einen eben gut bekommt, das ist auch Lebensqualität. Und gut bekommt einen bestimmt einer, auf den man sich verlassen kann, der einen nicht ständig als seelischen Mülleimer benutzt, was du gesagt hast. Und wo man auch das Gefühl hat, ja, also wenn wirklich alles schief läuft, der ist für mich da. Mein Kuchen ist alle. Ja, trotzdem. Wir wollen das Lebensqualität trotzdem abschließen. Okay. Das heißt, ich entscheide mich also auch ganz bewusst vielleicht mal gegen Leute, die mir nicht gut tun. Und ich entscheide mich aber auch, und das finde ich eigentlich ganz wichtig, mal dafür, wirklich glücklich zu sein. Ja, das ist schwierig. Aber
mir das zum Beispiel nicht vermiesen zu lassen. Ja. Ja. Ich lasse mir das heute nicht vermiesen. So. Und wenn meine Kollegin nochmal wieder so ein blödes Zeug erzählt, ich lasse mir das nicht vermiesen. Mhm. Ich drehe ihr den Rücken zu, ich mache mein eigenes Ding, ich stelle mein Radio an, ich will nicht. Ja. Und ich will heute rausfahren und ich will heute Pflaumenkuchen haben. Und die Stunde, die nehme ich mir. So. Und ich treffe mich mit einem Freund und gehe mit ihm angeln oder sowas einfach mal. Und zum Abschluss noch ein Psychotipp für Menschen, die denen wirklich der Kopf rauf und so viele Sorgen haben und so viele Probleme. Wenn die jetzt hier im Obsthof mit uns sitzen würden, dann würde ich denen empfehlen, pass mal auf, nachher, wenn du wieder zu Hause bist, dann kannst du ganz intensiv an deine Probleme denken. Die laufen dir leider nicht weg. Dann nimmst du dir die Zeit. Aber jetzt im Moment, jetzt genießt du mit uns den Pflaumenkuchen, das Kaffee trinken, denkst mal an nichts anderes. Und wenn du merkst, die Gedanken schweifen wieder ab, dann holst du dich wieder samt zurück und sagst, nee, nachher, heute Abend um 7. So, da denke ich nochmal intensiv dran. Aber jetzt im Moment ist eben Quality Time, Lebensqualität. Was hältst du denn auch davon, dass man so, ist ja jetzt so in aller Munde Achtsamkeit und dieser ganze Kram, aber dass man sich zum Beispiel an Kleinigkeiten freut. Also hier zum Beispiel stehen so Blümchen auf dem Tisch. Ja, ne? Hübsch, ne? Ja, und wenn man sich das mal so anguckt und man ist mal aufmerksam und guckt sich das mal so ein bisschen genauer an und guckt sich an und sieht plötzlich, Mensch, die sind ja im Leo-Look hier, diese Viecher. Und irgendwie im so Leo-Look. Im Leo-Look, so ganz hübsch und haben auch so ein, und hier so eine Gerbera und so. Und dadurch gesehen ist unser, ach, und guck mal, unser Psychologe, ah, ein Bild, ein Traum. Das ist sowieso ein Traum. Hier, guck mal, oh, ja. Super. Also, du weißt, was ich meine, ja. Sich an Kleinigkeiten freuen. Genau. Das ist natürlich irgendwie, das hört sich immer so om an und so, so ein bisschen Hausraumpsychologie, ne? Aber es ist ja nicht doof. Also Glück, das ist, komm, das ist ein nächstes Thema. Nein, Glück aber nochmal zur Lebenszufriedenheit. Ja, und Lebenszufriedenheit und glücklich sein gehört ja ganz eng zusammen. Besteht aus wirklich diesen kleinen Momenten. Mhm. Wenn ich also morgens hier durch die Gegend laufe, ohne Scheiß, wenn ich die Vögel zwitschern höre, wenn ich rieche, wie frisch das, wenn ich morgens früh rieche, wie frisch das alles riecht. Wenn du die Schafe riechst. Ja, die liebe ich auch, aber so. Dann fühle ich mich glücklich, dann kommen auch Erinnerungen an früher, an meine Kindheit, die auch ganz schön war, zurück. Und dann bin ich wirklich echt glücklich. Dann denke ich, wow, geht's mir gut. So. Mhm. Und das ist ein super Start eben auch für den Tag. Das ist wie so ein Stresspuffer auch für die Momente im Leben, wo die Lebensqualität ein bisschen in den Seilen hängt. Das heißt, ich kann also meine Lebensqualität auch ein wenig beeinflussen. Natürlich kann ich meine Lebensqualität beeinflussen, indem ich um mich herum die Faktoren, die mein Leben bestimmen, überprüfe. Ja. Also wenn zum Beispiel das Geld knapp ist, muss man natürlich überlegen, sind all die Ausgaben, die ich habe, eigentlich so wichtig? Ja. Genügt nicht vielleicht eine kleinere Wohnung? Ja. Oder muss ich eigentlich diesen riesen Kisten fahren? Ja. Oder brauchen wir eigentlich die Markenklamotten? Ja. Sowas. Ich kann auch zum Beispiel meinen Alltag ein bisschen netter gestalten, indem ich nämlich ab und zu mir vielleicht ein Blümchen besorge. Also, ja. Ne, so ein paar Blümchen auf dem Tisch oder so, das mag dem einen oder anderen wirklich doof vorkommen, aber oder wenn jemand Interesse daran hat, so eine hübsche Pflanze oder irgendwas, nette Leuchten von Ikea, sind Kleinigkeiten, ne? Ja. Oder irgendwas, was man besonders gerne isst, einfach auch mal gönnen. Ne? Und auch nicht, das kannst du ja mal so toll, das habe ich von dir jetzt gehört, dass ich Momente, wo ich denke, das ist schön oder die Blume ist schön, die will ich unbedingt fotografieren. Ich habe früher dazu geneigt zu sagen, ach, das mache ich nachher auf dem Rückweg oder auch mir ist ja nicht so wichtig. Das habe ich echt von dir gelernt, von Annika, die sagen, nee, komm, jetzt, es gibt diesen Moment nicht nochmal. Und das stimmt so. Das Sicht verändert sich, die Blume ist plötzlich, was weiß ich, geknickt, zerbrochen. Nee, also den Moment, wo man sagt, das ist schön, da will ich verweilen, so, das dann auch wirklich machen. Kinders, der Tag hat 24 Stunden, ob du jetzt eine Viertelstunde mehr oder weniger, deswegen atme den Terminkalender, sich so ein bisschen Zeit zu nehmen und nicht von einem Termin zum anderen hetzen. Mal gucken, ob ich dann nicht vielleicht wirklich ein bisschen Pause dazwischen, dann gehe ich ein bisschen raus, bevor der nächste Termin kommt. Ich habe das öfter auch so gemacht, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann von einer Sache zur nächsten gestolpert bin, dass ich mir dann überlegt habe, ist es nicht sinnvoll, ich gehe jetzt einfach irgendwie den anderen Weg, weil der durch den Park geht und ich einen Augenblick, das sind dann 10 Minuten mehr, aber ich genieße das. Ja. So meine ich, also wirklich im täglichen Leben dafür sorgen, aktiv, dass die Lebensqualität gut ist, zu medizinischen Versorgungen gehen.
Ja, auch wenn wir das immer nicht so mögen, aber es dient ja dazu. Je früher ich irgendwas erkenne, umso besser. Ja. Dazu, ja, mit der, zum Beispiel auch Ernährung, gar nicht so doof. Ja. Also wenn ich nur Pflaumenkuchen esse, übrigens der Teller ist leer, ja, dann geht es mir natürlich immer nicht so gut. Zucker, nicht? Fett ist nicht ganz so dufte. Aber das ist... Pflaumenkuchen macht krank? Nein, ist ja Obst. Gott. Ist ja Obst. Ist ja, das wollte ich sagen. Ich habe ihn ohne Sahne genommen. Sahne macht dick. Obst macht... Nein. Aber du weißt, was ich meine. So, das dient da alles dazu, die Lebensqualität so ein bisschen länger anhalten zu lassen, und dass es einem insgesamt gut geht. Das ist ja etwas, was wir Gott sei Dank ein bisschen kontrollieren können. So. Ne? Nicht alles davon, das wissen wir auch. Und wenn man krank ist oder auch psychische Erkrankungen hat, dann ist das eine ganz schwierige Geschichte, da wieder hinzukommen, Lebensqualität für sich aufzubauen. Das weiß dann ich auch. Das ist aber auch der Punkt, wo man sagt, ich muss mir jetzt auch Hilfe holen, so gut es geht. Und ich versuche es auch. Jetzt sind die höllische Geräusche hintergrund. Ich glaube, irgendwas wird da Sekt aufgemacht. Nein, ich will dir nicht sagen, dass es das Ding ist, was die Wespen, wir haben hier eine Wespenplage, so ein bisschen zerknallt. Ja. Aber was wir zum Abschied sagen müssen, und die Zeit ist jetzt auch rum, dass wir ja jetzt anfangen mit Theratil und dass es deshalb toll ist, wenn die Leute uns natürlich schreiben, wenn sie ein Problem haben und wenn sie möchten, dass wir darüber sprechen bei Theratil. Das heißt, wir, du. Und, wir beide. Ja, ich mach das mal hier so wir. Ne? Aber jetzt mal vorsichtig, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, wenn wir jetzt so 1000 Zuschriften bekommen, also nicht jede können wir jetzt beantworten. Das ersetzt auch keine Therapie. Nein. Ne? Also wir gucken uns dann an, fragen dann, ob wir dann das sozusagen veröffentlichen können. Mhm. Datenschutz, Anonymität, ist ja alles wichtig heutzutage. Also, ne? Sagen, ob man das überhaupt veröffentlicht hat und dann auch wirklich eine Einverständniserklärung abgeben. Ja, ne? Sowas machen wir dann. Das also wolltest du sagen, ne? Das wollte ich. Danke, Annika. Manchmal brauche ich auch einen Dolmetsch. Also, ihr Lieben, also ich habe jetzt alles gegessen und alles gesagt. Mir fällt nichts mehr ein. Aber es war schön, die erste Sendung Theratil. Jo, mit Pflaumenkuchen und Kaffee im Obsthof zum Thema Lebensqualität. Danke, Annika. Bis nächste Woche. Ihr Lieben, ihr macht's gut. Tschüss.